Am Mittag war der Himmel wolkenverhangen und irgendwie war die Stimmung auch so. Da, wo sich sonst Bude an Bude reihte, klaffen jetzt große Lücken. Aber sehen wir es optimistisch, noch hat der Jahrmarkt ja seine Pforten nicht einmal geöffnet. Scheinbar bis zum letzten Moment wird geschraubt, verlegt und aufgebaut und dann das. Natürlich muss alles seine Ordnung haben und Vorschriften sind nun mal Vorschriften. Das war halt vom Wind auf diesen Stein des Anstoßes, ein Schlauch, ein Frischwasserschlauch. Jahrelang war es dem Wasser völlig egal, welche Farbe der Schlauch hat. Aber es gibt schließlich die EU. Und die hat mal wieder etwas Wichtiges beschlossen. Der Schlauch muss blau sein. Zwei Möglichkeiten, entweder den alten anstreichen oder einen neuen besorgen. Aber woher so einen EU-Normschlauch nehmen? Das ist gut, dass es das alteingesessene Kaufhaus Wimmel gibt. Also hin und was findet sich? Der EU-Schlauch. Mit immerwährender Freundlichkeit gibt es den, man beachte, den blauen EU-Schlauch. Nebst allen Anschlüssen. Und es kommt noch besser. Der neue hat ein Prüfzeugnis, beglaubigt und besiegelt. Hier darf Wasser fließen. Der Schlauch ist verlegt, immerhin 50 Meter bis zur nächsten Wasserstelle und darf nunmehr an den Hydranten angeschlossen werden. Ob der allerdings EU-Vorschriften erfüllt, bleibt offen. Ende gut, alles gut, nicht ganz. Zurück bleibt ein leicht gestresster Gastronom. Bist du geschlaucht? Vollgeschlaucht, wassergeschlaucht. Wie viel hat dich die Nummer jetzt gekostet? Also bei der größten Firma im Erlebniskaufhaus Wimmel, ich schätze so rund die Schlauchaktion 183 Euro. Plus die GK-Puppe, plus die sogenannten einzelnen Fertilien, die drin sind, war ungefähr 200 Euro im Vorfeld. Ohne dass das halt irgendwie geplant war. Und der Schlauch hat jetzt tatsächlich ein Zertifikat? Der hat ein französisches Zertifikat von einer wunderschönen Kommission, die für mich überhaupt nicht nachvollziehbar ist. So, nun aber zu den angenehmen Dingen des Lebens. Punkt 17 Uhr ging es los und Sprendlingsstraßen füllten sich. Die ersten Getränke flossen und die Stimmung wurde besser. Dazu aus Ida Oberstein, aus Klosterfelde, aus Gummersbach, aus Ludwigshafen, aus Gummersbach, international, Rösten. 16 kleine Weinscholle. Auf der Hauptbühne wurde fleißig geschraubt, Vorbereitung für den Abend und das Konzert. Und im Kebabhaus? Wie sollte es anders sein? Wie immer, gute Laune. Kannst du was sprechen? Ja klar, wenn ihr wollt. Döner, mach schöner, bitte schön. Das Jahrmarkt ist nicht viel los, oder? Ja, heute. Ja, da war er wieder, der blaue Schlauch. Und wird prompt zur Stolperfalle. Da muss die EU noch mal ran. Die Ballonverkäuferin hat Zeit für den neuesten Klatsch. Das Leben ist schön. Männer und Spielzeug, einfach nur schön. Idylle pur. Alles noch ein bisschen nett zurechtgemacht. Wir wissen ja, alles muss seine Ordnung haben. Das Karussell, das dreht sich immer rundherum. Der Jahrmarkt wird bunter. Der Abend kann kommen. Impressionen. Come on.
Don't let the sound of your own ears.
nimm's leicht. Take it easy.